Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel in Mainz. Anstoß ist am Freitagabend um 20.30 Uhr. Auf dem Podium darf ich wie immer unseren Cheftrainer begrüßen und wir freuen uns auf eure Fragen rund um das Spiel. Den Anfang macht Dirk Große Schlamann für Sky. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Thomas, können Sie uns einmal einen Überblick geben über die Personalsituation, insbesondere bei Moritz Jens? Der war gestern nicht auf dem Trainingsplatz. Wie eng oder wie unmöglich wird es? Und wenn er denn dann ausfallen würde, ist Sepp Vandenberg schon so weit, dass er in der Innenverteidigung direkt beginnen könnte? Ja, herzliches Glück auf in die Runde. Bei Moritz ist es so, dass er uns nicht zur Verfügung steht für dieses Spiel. Das ist wie jede Woche, wie ich immer schon sage, muss man mal schauen. Also jetzt für dieses Spiel wird es definitiv nicht reichen. Sepp, haben wir ja gesehen, war im Kader, ist eingewechselt worden, hat sich dann sich und letztendlich auch uns belohnt. Auch da würde von Beginn an ein Einsatz, also würde nichts dagegen sprechen. Und deswegen, Sadie Brunner ist wieder dabei, also hat alles absolviert. Tim Skark hat bisher alles absolviert. Wir haben jetzt morgen nochmal ein Training. Aber Stand jetzt würde auch da nichts dagegen sprechen, dass beide im Kader stehen würden. Die Große Schlamann hat noch eine Frage. Oder zwei oder drei. Schauen wir mal. Thomas, jetzt hat Mainz eine recht imposante Serie hingelegt, aber am Sonntag in Wolfsburg 3-0 verloren. Kommt diese Niederlage, auch klare, deutliche Niederlage für Sie, zu einem echt blöden Zeitpunkt? Das wird man sehen. Im Endeffekt hat Mainz spielt eine tolle Runde. Und dass vielleicht mal ein Spiel dabei ist, was nicht so optimal läuft, kennt man ja leider aus eigener Erfahrung. Sie haben in Wolfsburg mit Sicherheit nicht das gezeigt, was sie zeigen können. Weil es ist eine Mannschaft, die eine hohe Intensität hat, die über Zweikämpfe kommt, die über Wille, Leidenschaft, ja auch auf dem zweiten Ball sehr gut positioniert ist. Darauf musst du vorbereitet sein. Ob das jetzt die Niederlage für uns zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist, wird man sehen. Wir müssen unsere Spiele sowieso spielen. Wir müssen unsere Spiele oder unsere Spielweise durchsetzen. Und das wollen wir definitiv besser tun wie in den letzten beiden Auswärtsspielen. Toni Lieto für den Kicker. Herr Reiß, noch mal zu Sepp Vandenberg und zur Innenverteidigung. Wenn er jetzt zurückkehren würde, wie sind so Ihre Gedanken? Wie ist so die Konstellation? Meier hat ja jetzt gespielt, obwohl vielleicht der eine oder andere gesagt hat, könnte noch ein bisschen zu früh sein. Er wollte unbedingt, wie hat das verkraftet? Wie sind Ihre Gedanken? Zu wem passt Sepp Vandenberg besser? Besser zu Marcin, besser zu Meier? Ja, ich denke mal, Sepp passt zu beiden. Hat ja auch, glaube ich, vor meiner Zeit auf Schalke auch mit Meier in der Innenverteidigung gespielt. Also doch wäre eine Option. Er kann genauso gut mit Kami spielen. Ich bin froh, dass ich mir Gedanken machen kann, dass Sepp einfach so weit ist. Er hat es ihm im Training gezeigt. Und ich kann jetzt entscheiden, wer am Freitag, welche Konstellation dann am besten ist. Aber ich habe bei allen drei Innenverteidigern ein gutes Gefühl. Bei Meier, ja, sind wir ja auch ein gewisses Risiko gegangen, wie wir bei vielen Spielern das gegangen sind. Weil es ist immer klar, dass dann auch hinterfragt wird, Mensch, warum ist er wieder verletzt oder warum kommt das? Ja, das ist einfach, weil wir sehr großes Risiko gehen. Und wir können die Spieler leider dann auch nach ihrem ersten Einsatz nicht weiterhin langsam ranführen, weil uns steht das Wasser bis zum Hals. Und dann müssen wir schauen, dass wir die besten Spieler auf den Rasen schicken. Und dann müssen wir halt auch die Konsequenz oder ich mit der Konsequenz dann leben, dass der eine oder andere vielleicht dann auch nochmal ausfällt. Robin Haag für die WAZ. In der Hinrunde haben Sie Mainz noch geschlagen. Jetzt ist Mainz ein Top-Team in der Rückrunde. Was hat sich denn verändert bei den Mainzern in den letzten Monaten? Ja, sie haben natürlich durch ihre Spielweise haben sie einfach Selbstvertrauen getankt. Sie haben gut performt, sie haben ihre Punkte geholt, die haben sie ja nicht unverdient geholt und sie haben sich da entwickelt. Aber wir waren ja auch gegen Mainz damals, sagen wir mal, in der ähnlichen Situation, dass wir ja aus dem Deckungsschatten irgendwo ein bisschen rauskommen mussten, weil uns auch da schon das Wasser bis zum Hals gestanden hat. Und jetzt ist es so, dass Mainz eine tolle Runde spielt, wir aber auch in der Rückrunde ein ganz anderes Gesicht zeigen. Und wir wollen schauen, dass wir in Mainz wollen wir definitiv drei Punkte holen. Das wird mit Sicherheit schwer. Der eine oder andere sagt wieder, ja, unsere Auswärtsbilanz ist nicht so gut. Aber es gilt einfach jetzt in diesen Spielen die Auswärtsbilanz aufzubessern, weil wir wollen den Klassenerhalt erreichen. Und deswegen wollen wir in Mainz auch ja, sagen wir, mit genug Selbstvertrauen auftreten. Toni Lieto für den Kicker. Simon Terodde hatte das Tor gemacht, das 1-0 damals in der Hinrunde gegen Mainz. Jetzt hat er in den letzten Wochen den Michael Frey wieder abgelöst. Wie sind Sie zufrieden mit dieser Phase? Und könnte es jetzt im Schlussspurt nochmal einen Tausch geben da vorne? Ja, ich schaue ja von Woche zu Woche, um einfach die beste Mannschaft immer zu präsentieren. Wir haben
Ich meine, man kann ja wieder die Beispiele nennen, dass ich gesagt habe, was ich gegen Hertha BSC, welche Gedankengänge ich hatte. Dann hat man in Freiburg versucht, ja, mit derselben Formation zu spielen. Und jetzt gegen Bremen hat man auch wieder verletzungsbedingt und vielleicht auch, wenn der ein oder andere nicht in der Verfassung war, auch wieder ein paar Wechsel gemacht. Wichtig ist, dass wir aus dem Vollen schöpfen können. Und deswegen stimmt mich das einfach positiv. Wir haben Poldi zurück, der auch vor seiner Zeit zurückgekehrt ist. Und wenn du dann halt, jetzt haben wir das Glück gehabt, dementsprechend gut nachzulegen, eine gute Entscheidung zu treffen mit den Einwechslungen, die uns dann geholfen haben, gegen Bremen noch das Spiel zu drehen. Und deswegen ist der Konkurrenzkampf da genauso eröffnet. Und ich bin froh, dass ich auch da wieder mehr Entscheidungen treffen kann. Das tut der Mannschaft einfach gut. Und das ist das, weswegen mich das positiv stimmt, dass es in Mainz auch mit dem Dreier klappen kann. Peter Wenzel für die Bild-Zeitung. Herr Reis, mit Alex Kral steht ein Stammspieler, möglicherweise vom Wechsel zu Union Berlin am Saisonende, eigentlich zu dem Saisonzeitpunkt ein normaler Vorgang, aber natürlich ist Schalke jetzt in einer komplizierten Situation. Belastet das die Kabine, belastet das Sie? Haben Sie Befürchtung, dass es ihn selber in seiner Leistung belastet? Wie sehen Sie das? Also zum einen lese ich ja auch manche Dinge und belasten tut mich das schon mal gar nicht, weil letztendlich bin ich verantwortlich für die gesamte Mannschaft. Ich weiß, dass dieses Thema war auch schon mal vor Wochen. Ich war mit Alex im Austausch. Wir waren auch gemeinsam was essen. Also ich bin mit dem Spieler ganz, ganz gut im Austausch und deswegen beschäftigt ihn sowas nicht. Und ich kann das sagen, dass es für mich im Moment nur Gerüchte sind, weil ich mit dem Spieler, im Endeffekt ist es noch Spieler von Schalke 04 und ich hoffe auch, dass er länger bei Schalke 04 bleiben kann. Aber es ist erstmal wichtig, dass wir uns auf meinen konzentrieren und da haben wir genug zu tun und da sollte Alex auch wieder ein Bestandteil sein. Und ich denke mal, wenn man auch seine Art sieht, wie er auch dann in der zweiten Halbzeit agiert hat, würde ihn auch, wenn da was dran sein sollte, auch gar nicht beschäftigen. Aber damit befasse ich mich eigentlich weniger. Die große Schlammern für Sky. Ich würde da gerne noch einmal kurz nachhaken. Welche Argumente kann man denn so einem Spieler zurzeit mitgeben für Schalke 04? Also was sagst du in deinen Gesprächen mit ihm, um ihn zu überzeugen oder vielleicht oder so einem Spieler halt auch noch mal ein bisschen so einen kleinen Ruck zu geben, dass er sich für Schalke und nicht für wahrscheinlich eine sportliche Herausforderung entscheidet? Ja, zum einen muss man ja selber für sich entscheiden, was ist die sportliche Herausforderung. Zu einem Verein vielleicht irgendwann mal zu gehen, der ein bisschen höher ambitioniert ist im Moment. Aber ich sag mal, wir haben hier ein tolles Umfeld und allein wenn man hier in diesem Stadion aufläuft, denke ich mal, sollte auch genug Positives sein, was für Schalke 04 spricht. Ich denke, er hat einen Trainer, der absolut seine Spielweise mag, der hinter ihm steht, der versucht, ihn noch besser zu machen, weil auch er, obwohl er Nationalspieler ist, mit Sicherheit noch nicht am Limit ist. Dafür, denke ich mal, hat er zu wenig Tore gemacht, vielleicht auch zu wenig Assist. Also da ist noch Entwicklungspotenzial und ich habe ihm auch gesagt, wenn wir die Liga halten, wir gemeinsam weiterarbeiten, dann bin ich fest davon überzeugt, dass ich ihn auch da in der Hinsicht noch entwickeln kann, dass er für Schalke 04 noch tolle Spiele machen kann. Aber ich denke, das ganze Umfeld sollte schon ihn überzeugen, dass es auch Spaß macht, auch hier Fußball zu spielen. Toni Lietu für den Kicker. Die Mannschaft hat mies gespielt gegen Hoffenheim, 0-2, dann die Reaktion gezeigt gegen Hertha. Gute Reaktion hier mit dem 5-2, dann wieder eine Enttäuschung gegen Freiburg, jetzt wieder die Reaktion gegen Werder Bremen. Haben Sie dieses Wechselspiel mit der Mannschaft mal thematisiert? Kann die das erklären? Woran liegt das? Und jetzt haben Sie zwei Auswärtsspiele vor der Brust, Mainz und danach ja auch München. Wie wollen Sie es angehen mit den Vorzeichen der letzten 3-4 Wochen? Ja, man versucht natürlich Erklärungen zu suchen. Jetzt ist aber uns gegen Bremen erstmalig gelungen, dass man auch einen Rückstand umgebogen hat in einen Sieg. Das ist in der Saison auch noch nicht passiert. Und auch das ist ja das, wo ich sage, Mensch, wir haben jetzt auch den nächsten Step mal wieder erreicht. Und wir wissen auch, dass wir drei schwere Auswärtsspiele vor der Brust haben, nur noch ein Heimspiel. Und auch da ist die Mannschaft gewillt, dass man das einfach besser macht. Woran das permanent immer gelegen hat, wir haben uns immer viel vorgenommen und waren vielleicht ein bisschen blockiert, aber jetzt ist es so, dass ich das Gefühl habe, gerade dieses Umbiegen des Rückstandes, dass es nochmal neue Kräfte freigesetzt hat und deswegen wollen wir in Mainz versuchen, da weiterzumachen und wir wissen auch, dass es weiterhin auch ein unheimlich wichtiges Spiel ist, weil danach ist auch ein Spiel, was vielleicht nicht ganz so einfach ist, aber wir tun deswegen gut daran, uns auf Mainz zu konzentrieren und wir wollen da versuchen, drei Punkte zu holen. Mainz wird was dagegen haben, Bo wird was dagegen haben, aber es gilt mit hoher Mentalität, dass das Spiel definitiv mit drei Punkten zu beenden. Das ist das große Ziel, was wir haben.
Die große Schlammer nochmal für Sky. Thomas, aus Ihrer Mannschaft sind mehrere Spieler, auch wichtige Spieler, mit 4 Karten vorgebucht. Ich glaube, Bülter, Salazar, Yoshida, ich habe gleich nicht alle auf dem Schirm, aber Sie werden es wahrscheinlich haben. Gibt es da eine besondere Ansage oder ist das einfach unvermeidbar jetzt, kurz vor Ende der Saison? Nein, da gibt es keine Ansage. Letztendlich habe ich auch immer gesagt, ich meine, wir haben jetzt auch, die ganze Zeit wurde ja auch gesagt, dass wir ohne Moritz nicht gewinnen können. Und das ist ja jetzt auch gelungen. Ja, das ist, auch das muss ja im Kopf der Mannschaft drin sein, dass es auch dann geht, ja, dass der Druck weiterhin verteilt werden kann. Und wenn es sein muss und ich kann vielleicht eine Aktion des Gegners verhindern, die zu einer Torschance führt oder die vielleicht zum Gegentor für uns führt, ja, dann werden wir die gelbe Karte gezogen. Also darauf werden wir keine Rücksicht nehmen. Weil ich bleibe immer dabei, wenn der Nächste halt gesperrt ist oder... Ich meine, wenn er nur gesperrt ist, mir lieber, wie wenn er verletzt ist. Dann spielt ein anderer und das ist das, was die Mannschaft auszeichnet. Und so wollen wir auch die Spiele angehen. Toni Lieto für den Kicker. Noch eine Frage zu Niklas Tauer. Den haben Sie ja geholt aus Mainz im Winter. Der hat noch keine Minute gespielt, ist häufiger mal verletzt, häufiger angeschlagen. Ich glaube, dass das zu Mainzer Zeiten auch schon Thema war. Mich würde mal interessieren, speziell auch mit Blick auf den Wechsel dann von Flo Flick, der Schalke 04 eigentlich kennt, der jetzt auch in der Rückrunde Stammspieler ist bei Nürnberg. Wie sinnvoll war letztendlich die Verpflichtung von Niklas Tauer und wie sinnvoll war dieser Tausch? Ja, im Endeffekt war es für, wenn ich das so anfange, dass für Flo Flick der Tausch definitiv sinnvoll war. Weil wir haben gesagt, oder das war der Grund, wo wir der Meinung waren, da einen Wechsel vorzunehmen, weil wir haben mit Alex Kral, mit Tom Kraus, auch mit Danny Latza Spieler, die im Moment, sagen wir, ein bisschen weiter vor sind. Auch da wussten wir, dass wir hatten ja eine lange Leidensgeschichte mit Alex Kral, wo wir nicht 100% wussten, wie oft fällt er aus oder wann kommt er zurück oder wie kommt er zurück. Danny hatte auch schon ein, zwei Probleme, deswegen haben wir gesagt, Mensch, wir holen extern einen Spieler dazu, wo wir auch entwickeln wollen. Und deswegen Flo Flick sollte in seiner Entwicklung keinen Rückschritt machen, sondern eigentlich 3 Schritte nach vorne. Und das war das Richtige, also ich sag mal, der richtige Zeitpunkt, ihm die Gelegenheit zu geben, in Nürnberg Spielpraxis zu sammeln und da mitzuhelfen, um Nürnberg auch da zum Klassenerhalt zu führen. Und deswegen denke ich, dass es für ihn definitiv die beste oder für uns alle die beste Entscheidung war. Bei Niklas, ja, manchmal liegt man halt, ich sag mal nicht falsch, aber hat einfach das Problem, dass leider die Verletzung dazu kam. Das war ja im Trainingslager dann so, wo er länger ausgefallen ist, dann war er wieder dran. Da muss ich auch sagen, dass in der Phase jetzt, in den letzten Wochen, da hat es mir auch ein bisschen leid, weil der Spieler definitiv dem einen oder anderen ein bisschen vorbeigezogen ist. Ich sage, da war halt mal Eder Balanta nicht im Kader und ich konnte ihm nicht die Gelegenheit geben, ihn einzuwechseln. Das war der Gedanke in Hoffenheim, auch wenn das Spiel vielleicht dementsprechend nicht ganz optimal gelaufen ist oder wollte ich halt einfach bei Bülti vielleicht auch mal eine gelbe Karte dann dementsprechend oder die 5. gelbe Karte vermeiden, um dann einen Spieler, oder nee, in Freiburg war es, Entschuldigung, habe ja dann den Wechsel vorgenommen und habe dann eine Rodri rein. Und auch da hätte ich, sag mal, war eigentlich vorgesehen, dass Niklas Tauer mal Einsatzzeit bekommt. Jetzt war wieder kleine Zipperlein und jetzt muss man halt schauen, inwieweit man ihn zurück im Kader befördern kann, weil die anderen Jungs halt jetzt auch dabei sind. Und natürlich ist es so, wenn ein Spieler geholt wird und noch nicht gespielt hat, ist es sehr schade, aber waren leider auch viele, viele Verletzungen oder Kleinigkeiten, die dazu geführt haben, dass ich ihn gar nicht zum Einsatz hätte bringen können. Könnte im Kader stehen, also er ist auf jeden Fall fit, hat jetzt auch die letzten Einheiten gemacht, aber dann ist die Frage, die ich mir dann stellen darf, wer müsste dann den Kaderplatz dann räumen? Aber das muss ich ja sowieso, weil Cedric Brunner und Tim Skarke vielleicht auch zurückkehren, ja. Robin Haag für die WAZ. Ja, Sie sagen es gerade, Cedric Brunner kehrt auch zurück. Wie wichtig ist der denn eigentlich für die Mannschaft? Ich habe das Gefühl, der wird medial so ein bisschen unterschätzt manchmal. Wie sehen Sie das? Ja, das sind ja meistens so Spieler. Ne? Ich meine, ich versuche nie Vergleich mit mir anzustellen von früher, weil die auch nicht mehr so groß interessieren. Aber im Endeffekt kann ich halt dahingehend auch nur sagen, dass ich auch ein Spieler war, der manchmal nicht so aufgefallen ist. Aber dann aufgefallen ist, wenn er mal nicht gespielt hat. Und bei Zeddy ist es ähnlich. Er hat mit Sicherheit in ein, zwei Spielen auch nicht immer optimal gestanden, wo der Ball in den Rücken reingespielt wurde, aber er ist im Training, er ist aktiv, er gibt Gas. Er ist auch einer, der mal versucht zu führen, wenn ihm was nicht passt. Und deswegen bin ich froh, dass er letztendlich wieder zurück ist. Auch da wusste man nicht, wann er zurückkehrt, aber er hatte im Moment keine Probleme, konnte das komplette Training absolvieren, war in den Zweikämpfen. Und deswegen könnte es wieder eine Alternative sein, die einfach den Kader dann dementsprechend verstärken.
Dann nochmal die Nachfrage von Robin Haag. Ja, passend dazu, obwohl Brunner zuletzt nicht dabei war, stand auch Mehmet Aydin jetzt gegen Bremen nicht im Kader. Was fehlt ihm eigentlich aktuell? Warum hat er so einen schweren Stand unter ihnen? Im Endeffekt kann ich 18 Spieler mitnehmen. Und ich war der Meinung, dass der Kader sich so zusammensetzt. Und ich habe es letztes Mal schon damals versucht zu erklären, dass ich mich für zwei Linksbeine entschieden habe, aus den Gründen. Jetzt ist es so, dass Henning Martecani rechts gespielt hat. Und ich auch gesagt habe, wir haben Sepp Vandenberg dabei gehabt, wir haben Leo Greimel dabei gehabt und irgendeinen wird es dann halt treffen. Und bei Memo ist es so, dass, fand jetzt die Einwechslung in Freiburg jetzt so, dass man schon gesehen hat, dass ein paar Probleme da sind. Nicht nur bei ihm, sondern auch bei einigen anderen. Und da muss man halt einfach Entscheidungen treffen. Memo ist einer, der immer versucht, 100% Gas zu geben. Das muss er auch weiterhin tun und muss halt dann versuchen, halt sich über Kurzeinsätze oder sprich über gute Trainingsleistungen für den Kader zu empfehlen. Wie übrigens alle auch. Aber ich muss Entscheidungen treffen. 18 Mann kann ich mitnehmen, Feldspieler. Und jetzt war es halt so, dass er da halt von mir nicht berücksichtigt wurde. Gibt es noch weitere Fragen eurerseits? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanken wir uns, wünschen euch einen schönen Nachmittag und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.